Part ist los. Ich mache mir erstmal eine Hacke, damit ich das Gehege weiterbauen kann. Gehege weiter beackern kann. Und da habe ich ja auch irgendwelche drin. Hier sind sie drin. 33 Samen. Da ist die Pyramide sichtbar. Das war ein Traum rausgekommen. Und ich bin reingekommen. So. Da hätten sie die Pyramide sichtbar. Dieser Berg. Dieser Berg, weil er ist weg. Schlafen gehen. Dann müssen wir das Haus nicht höher bauen. Ja, erstmal trotzdem ein bisschen Holz. Habe ich unsere Äxte. Da ist eine drin. Dann können wir das um einfach erhöhen. Stockbaum, damit ich schlafe und sozusagen die Pyramide sehen kann. Und außerdem will ich, dass wir einen Block höher haben. Ich habe zwei Blöcke hoch, ich möchte drei Blöcke hoch haben. Sieht einfach besser aus. Und dann kommen hier noch Glasscheiben rein. Habe ich irgendwo Erde? Hier ist ein bisschen Erde. Oh, jede Menge sogar. Oh, das habe ich nicht gesehen. Hier sieht man die Pyramide schon gut. Irgendwo so einen kleinen Durchgang nach oben machen. Vielleicht das Haus noch ein wenig größer machen. Und ein paar Treppenstufen machen.
mich das Haus noch ein bisschen größer machen. Ein paar Änderungen. Das ist dann eher dazu das Haus verbessern. Machen wir jetzt mal ein bisschen mehr rein. Geräusch. Schöner Technik, das Haus ein bisschen modernisieren. Holzbretter hier platzieren. Der ist verbaut. Der ist schon wieder verbaut, der mit einem Block. Wir lassen da stehen, der sich hier so oben nicht werden darf. Wegmachen. So lange ich mir schon aufnehme, 7 Minuten. Und mehr Holz. Haus modernisieren, also müssen wieder Abwechslung reinbringen. Und so, von hier aus kann man dann die Pyramide sehen, die ich da gebaut habe. Könnte ich ebenfalls ein dreistöckiges Haus rausbauen. Vielleicht die oberste Ebene auch aus Stein machen. Ich habe schon genug Cobbles hier. Ich habe mir auch 6 Cobbles. Jetzt hat also auch noch eine dabei. Das ist ein Bauer. Wir müssen jetzt erstmal Knacks machen. Und wieder ein Stack verbraucht. Ziemlich schnell hier so ganz viel Holz verbauen. Warum müssen mehr Holztreppen? Wollen die vielleicht auch Steintreppen machen? Bruchsteintreppen heißen die hier. Wo geht die Treppen denn los? Hier. Falsch herum aufgesetzt. Falsch herum draufgesetzt. Hier Bruchsteintreppen. Hier noch einen Holzboden lassen. Dann mit hier einen Stein weiterbauen. Also Cobblestone. Ein bisschen meinen Cobblestone schon mal verbrauchen. Wo ich glaube ich auch daraus eine Pyramide bauen kann. Also eine zweite Pyramide rausbauen. Ich
machen wir mal Plan. Eine zweite Pyramide. Wie lange nimmt das denn auf? 10 Minuten, also kann auch ein bisschen. Jetzt einfach weiter hoch. Und die Lavasäler. Kann natürlich ausreichend davon weg platziert das auch. Aber ich hätte das auch gleich über dem Lavasee machen können. Ein Stein. Wenn ich das mit Stein gemacht hätte, dann war es so viele Steine. Wenn es Deck verbraucht. Könnte hier ein Lagerraum werden. Dunkel. Könnten wir theoretisch Monster spawnen, also müsste ich jetzt hier weitere Fackeln machen. Na, ich bin jetzt umsonst eigentlich unten gegangen. Nochmal ein paar mehr Fackeln. Die müssen auch mal gleich nehmen. Da soll ich später schlafen. Erstmal hier so ein paar Packen verteilen. Und mein Bett umplatzieren. Die Sonne geht ja sowieso gleich runter. Die Tür muss da rein. Tür muss da gerne rein. Und das brauche ich denn jetzt. Mein Bett muss ich umplatzieren. Bette rausschlagen, dann werde ich hier wieder reinplatzieren. Habe ich noch Sand irgendwo übrig? Sand hier, vier. Sandstein, Sandstein, Sand hier, ist auch noch ein Sand. Sandstein, Sandstein, Sandstein. Da ist ein Sandstein hier. Das kann ich nämlich auch hier im Ofen verbrennen lassen. Sand hier verbrennen lassen. Ich glaube, ich muss Glas haben. Dabei geht der Tag jetzt auch schon zu Ende und die Aufnahmezeit sagt auch schon, dass ich gleich aufhören muss. Und das sind jetzt die 36 Sandstein. Also warum ist das Bett denn ausgerichtet? Wie rum schlafe ich denn? Ist andersrum ausgerichtet, ne? So rum. Mal gucken, ob das dann so klappt. Wohin ist denn die Pyramide? In der Richtung ist die. Die muss ich halt nochmal drei Loch einschlagen. Wo ich die Glas mache. Ich brauche jetzt nur sechs Stück. Fünf Stück habe ich jetzt schon noch gekriegt. Und vom Rahmen auf die Pyramide. Sieht ja auch ganz gut aus. Da hinten im Hintergrund ist die Pyramide und wie man dann hier sieht, wie die Sonne da aufgeht. Muss ich dann auf der anderen Seite ja auch noch machen. Hier ist ein sumpfiges Gebiet. Und 14 Minuten. Kann man ruhig auch ein bisschen länger sein. Ich muss warten, bis 6 Dinger fertig sind. Ist auch noch Sand. Das ist Sandstein, das ist auch noch Sandstein. Sandstein brauchen wir im Moment nicht. Alles durch diesen Pyramidenbau übrig geblieben, der Sandstein. Das war zu viel. Wir brauchen nochmal ein bisschen mehr Glas. Und das hier, hier oben, dieser Lagerraum, da kommt natürlich auch noch mit. Wenn ich die Fackeln raus, ein paar Fackeln rausnehmen, dass wir ein Glas reinmachen und hier einfach ein bisschen schön ausfüllen lassen. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen, gebt einen Daumen nach oben und auch nicht schlecht wäre ein Abo für mich.